Hallo, guten Tag, liebe YouTuber. Wir haben uns heute wieder was richtig Tolles ausgedacht. Erstmal hallo von uns beiden. Ja, hallo. Ja, Eva und Margit kamen im letzten Video super an und wir haben gesagt, wir machen heute jetzt ein Video, wenn wir einen Tulpenstrauß und wir haben hier wunderschöne gefüllte Tulpen. Das ist echt ein Traum. Die bekomme ich gar nicht immer so dick mit diesen tollen, schönen Köpfen. Frisch, knackfrisch vom Großmarkt. Und was das Besondere ist, einen Tulpenstrauß macht man öfter, aber wir wollten euch jetzt zeigen, wie man eine schöne Papiermanschette zu diesem Tulpenstrauß macht. Und die kann man auf zweierlei Art und Weise machen. Deswegen lohnt es sich, bis zum Schluss dran zu bleiben und das anzugucken. Und während die Eva jetzt ein paar schöne Tulpen raussucht für diesen Strauß, kann ich euch nochmal sagen, ja, wir hatten ja Betriebsurlaub. Und am Sonntag bin ich extra dann reingekommen und wir hatten echt viel zu tun für Montag. Und ich zeige mal ein Video, wie leer der Laden war und dann, wie ich alles vorbereitet habe. Auch ein kleiner Überblick, was wir alles draus gemacht haben. So richtig schöne Gestecke. Also hier war echt was los. Und ja, aber gleich geht's mit dem Video für heute los, weil das haben sich schon einige gewünscht. Vor allem die Papiermanschette, die macht richtig, richtig tolle Wirkung im Strauß. Gleich geht's in den Arbeitsbereich. So sieht der Laden noch am Sonntag aus und am Montag wird hier alles voll werden. Noch ist Betriebsurlaub, aber ab morgen werden wir wieder ganz viele Blumen bekommen. Und damit wir die alle gut unterbekommen, stehen hier schon die Eimer vorbereitet und auch für die Liefersträuße die ganzen Behältnisse. Ja, und morgen mache ich mal ein Foto oder zeige euch mal, wie sich das von heute auf morgen ruckzuck verändert. Bis morgen. Wir haben nicht jeden Tag so viele schöne Blumen. Und nicht nur, dass die tollen Blumen auf unserem Tisch stehen, sondern wir haben ganz tolle Blumengestecke. Ich zeige nur mal die Arrangements, ohne irgendwelche persönlichen Details natürlich. Sind unheimlich viele, sehr schöne von den Farben her, sehr schöne Arbeiten gewünscht. Und ich muss doch einfach mal eine kleine Rundschau, hier sind Rosen einzeln gebunden. Und ganz viele mit einer wunderschönen Blüte, das ist Waxflower. Und die ist immer ganz toll als Begleitblume dazu. Dann haben wir hier auch noch ein Gesteck in Orange-Grün mit sehr schönen grünen Chrysanthemen und diesem interessanten, ja, das ist jetzt auch ein Grün eigentlich, eine Kapflora, die kommt aus Südafrika, also dieses Rötliche. Dann gibt es ganz große Gestecke mit wunderschönem Eukalyptus, mit Zymbidien. Ja, Zymbidie ist ja nochmal eine ganz andere Orchideenart, diese schönen grünen Blüten. Ja, und dann gibt es nicht nur das, sondern auch noch ein schönes Herz, ein kleines. Und dann haben wir hier noch ein Parallelgesteck, das ist also so aufstrebend. Ja, das haben wir hier und das ist mit Gräsern gesteckt und erinnert schon fast an den Sommer mit diesem Löwenmaul. So, und dann gibt es auch noch Sträuße, Blumensträuße mit Tulpen, mit Ginster. Also der Frühling hält Einzug. Und aber nicht nur die Blumen halten uns auf Trab, sondern wenn man hier mal zur Hintertür aus dem Geschäft rausgeht, sieht man, auf diesem Tisch ist normalerweise, habe ich auch andere schöne Blumen. Es hat geschneit und wir haben hier kräftig geschippt. Und das war natürlich auch noch eine extra Arbeit, wo normalerweise meine schönen Zweige liegen. Da ist jetzt erstmal so ein richtig großer Schneeberg. Und Fitnessstudio kann man sich sparen, weil wir sind hier in Königstein im Taunus. Und wir haben eine wunderschöne Winterlandschaft. Okay, so, dann fange ich jetzt mal an mit dem Strauß. Wichtig ist, dass die Blätter aus der Bindestelle sind, dass sie nicht anfangen zu faulen im Wasser. Zuerst. Wir machen auch immer extra ein paar Blätter ab, weil wenn Blätter im Wasser sind, dann wird das Wasser schneller schlecht. Habe ich euch schon öfters erzählt. Und weil es ja auch viel zu tun gibt hier nebenher, kommt hier auch der Efeu. So bekommen wir den in Bündeln vom Großmarkt.
Der muss natürlich auch immer erst frisch angeschnitten werden und geputzt werden. Und auch hier müssen die Blätter abgemacht werden. Und während die Eva sich hier mit dem Tulpenstrauß nützlich macht, werde ich mal hier das Grün anschneiden. Weil das gehört neben dem Anschnitt der Blumen, die wir vom Großmarkt holen, natürlich auch immer zu unseren Aufgaben. Und das nimmt auch viele, viele Stunden Zeit in Anspruch, bis wir alle Blumen und alle Grün, ja alles Grün geputzt haben. Und bis das hier so frisch im Laden steht, wie jetzt fürs Video, das dauert richtig, richtig lange. Das ist echt der Hammer. So, ich habe jetzt hier noch so einen bemoosten Ast, der schön zu den Tulpen passt. Den mache ich jetzt noch da rein. Auf einen Draht, dass es auch schön hält. Gut verdrillen. So. Ein ganz toller Apfelbaum mit Flechten. Je mehr Flechte, früher dachte ich immer, dass es sieht alt und oll aus. Nein, je mehr Flechte, desto schöner ist es. Das ist richtig toll und macht dann in so einem ja, Tulpenstrauß oder auch in anderen Sträußen, macht eine wunderschöne Wirkung. Aber wie man hier sieht, also die Eva hat ihn jetzt angebratet? Ja, mit einem Steckdraht. Und das muss, man muss diesen Ast natürlich erstmal fest bekommen. Das heißt, man muss grün binden drumherum. Das macht die Eva jetzt mit Heidelbeere. Und die Heidelbeere, die hält ja eigentlich länger als die Tulpen. Die treibt auch ganz toll aus. Also die kann man auch für den nächsten Strauß nehmen. Aber warum? Weil die Heidelbeere, genau, ich darf es gerade mal nehmen, die hat hier so ganz glatte Stiele. Und je rauer der Stiel, desto schneller wird das Wasser schlecht oder ja der Stiel, wie nennt man das? Genau. Und je glatter der Stiel, desto besser hält es und das hält super. Also da kann man locker noch einen zweiten oder dritten Tulpenstrauß mit der Heidelbeere ausdekorieren. Das heißt, es lohnt sich zu Hause den Bindebast zu öffnen und diese Heidelbeere dann wieder zu verwenden. Das ist absolut und ratsam, was ja eigentlich leider die wenigsten machen. Das ist sehr, sehr schade. So, ich mache auch noch ein bisschen Eukalyptus mit rein. Der macht sie schön dazu, weil er so ein graues Blatt hat. Diese Art Eukalyptus, die nennt sich Baby Blue. Falls jemand nach Eukalyptus fragt, es gibt unzählige Eukalyptusarten. Um nur mal einen anderen zu nennen, das ist ein Eukalyptus populus. Ja, das ist ein ganz langer. Der geringelte ist Baby Blue. Also es gibt ganz viele Sorten, ganz viele Namen. Eukalyptus ist nicht gleich Eukalyptus. Ja, man sieht, der Apfelbaumzweig ist schon wunderbar fixiert. In den Tulpen, in dem Grün. Der sitzt natürlich ganz toll drin. So, jetzt machen wir noch zum Abschluss ein paar Blätter drumherum. Das sind jetzt Salatblätter. Du kannst alternativ auch den Kirschlorbeer aus dem eigenen Garten verwenden. Der erfüllt die gleiche Funktion, wie, wenn du es vielleicht nochmal zeigst, den Salal. Der erfüllt die gleiche Funktion wie der Salal. So, einmal, wenn er rund ist. Aber er sollte schön fest sein. Und sobald er so rumeiert, kann man den natürlich nicht so gut verwenden. Der muss einfach eine Stützfunktion erfüllen. So. Und wichtig ist dann auch wieder, dass kein Grün in der Bindestelle ist. Ja, auch keine Salatblätter. Mhm. So, jetzt binde ich das Ganze zu. Bei Tulpen muss man gut nachziehen, weil sie sonst rutschen. Kann man eigentlich so sagen, dass Tulpen mehr quietschen, wenn sie frisch sind? Sagt man. Ich weiß nicht genau, was dran ist. Aber ja, ich weiß nicht genau, ob es stimmt. Also ich finde oft, dass die frischesten Tulpen am meisten quietschen. Die sind jetzt natürlich von heute Morgen vom Großmarkt. Aber ich habe das schon oft gehört, aber ich weiß es auch nicht genau. So, die Tulpen brauchen keinen schrägen Anschnitt, da langt es, wenn das gerade ist. Und man sagt immer von der Länge her, ein Drittel Stiel, zwei Drittel Blumen etwa. Ja, das ist so eine Grundregel.
So, jetzt ist der schon mal fertig. Jetzt mache ich eine Manschette dazu. Mhm. Ja, also eigentlich hat es sich jetzt ja gelohnt, dran zu bleiben, weil wir machen jetzt zweierlei Manschetten. So, also ich nehme unser Papier. Ich muss es ein bisschen länger nehmen als für eine normale Verpackung. Halt es in der Mitte. Ich komme auch mal kurz, weil ich brauche Papier für die zweite Manschette. Moment. Ich habe es jetzt aber nicht ganz so stramm geknickt, dass es ein bisschen locker bleibt. So, und jetzt müssen wir das Ganze unten wie so eine Ziehharmonika fassen. So. Wie so ein Fächer, ja. Und ich mache das jetzt hier so, dass das locker bleibt oben, dass es so ein bisschen kruspelig ist und nicht so streng. Ja, das ist so die eine Art. Dann nehme ich das an den Strauß, halte es fest und ziehe es rum. Dass es hier vorne abschließt. Ja, so kann man so ein bisschen ziehen, dass es hier vorne zusammen ist. So. Hallo, guten Tag. So. Jetzt machen wir einen Bast unten drum. Moment, ich Meine Frau hat so ein kleines Sträußchen bestimmt. Ja. Ja. Das ist auch hält. Dann würde ich gerade, wenn wir nehmen, machen das als Teil vom Video, dann mache ich so eine Manschette drum und zeige das im Video und dann gleich drauf. Okay. Dann machen wir noch dick. So. Dann einmal zusammentackern. So, ich zeige gerade noch kurz in die zweite Art. Ich habe hier die Kante, im Gegensatz zu Eva, habe ich hier die Kante wirklich gefaltet und reihe das Papier mit den Fingern. Ich reihe das hier auf. So. Und dann habe ich eigentlich erstmal so einen Fächer. Und den, und damit es hier, hier nicht so ins Wasser geht, das Papier, schneide ich da einfach mal ein Stück ab und lege dann das Papier und den Strauß so. Lege das hier so rum. Und das macht natürlich dann jetzt optisch passend schön für den Rosa. So, es ist so recht, ja, wunderbar. Passend zu dem Rosa. Sie werden auch, ihr Ton, der wird auch mit dem YouTube-Video kommen, auch wenn wir sie nicht persönlich filmen. So, legen wir das um den Strauß rum. Und dann ist es natürlich eine wunderbare optische Vergrößerung von diesem Strauß. Und dann tackern wir noch die Visitenkarte und das Frischhaltemittel dran. Und dann ist es doch sehr, sehr, sehr dekorativ, den Strauß so zu verschenken. So, also wir haben uns nochmal unterhalten, was genau der Unterschied ist. Also der Unterschied ist wirklich, dass man bei der einen Variante so eine Falzkante macht, ja, dass man es auf dem Tisch, ich habe das auch gerade mit der rosa Manschette gemacht, und das bei dem anderen, da wird das so richtig ein bisschen unordentlicher, da wird es so ein bisschen unordentlicher geknüpft, ja. Und dann ist es natürlich so etwas voluminöser, das Ganze. Genau, man muss immer gucken, dass man das so weiterschiebt. Und dass man dann diese Manschette so lässig um den Strauß macht. Und man sieht hier auch, wenn man den anderen dazu nimmt jetzt noch, unseren schönen Tulpenstrauß, dass es natürlich dann ein bisschen mehr Volumen macht und so, ich sag mal, ein bisschen legerer ist. Und der andere hat eben mehr diese glatte Kante. Ja, und jeder macht es anders. Und jeder ist auch ein anderer Fan. Ich falte meistens die Kante, aber das ist natürlich auch eine sehr schöne Art, wenn man es so ein bisschen lässiger betonen will. Es gibt noch ganz tolle andere Tulpenvideos und ich zeige dir noch in den Infocards oder beziehungsweise in den Hinweisen die anderen Videos. Und ich hoffe, das Video hat dir heute gut gefallen und du kommst wieder in meinen Kanal. Und bis bald, alles Liebe und tschüss von Margit.